Qualbeam, Bums, Bums, fertig. Okay, Fox, du bist genial. Ich mag dich. So, wir haben natürlich jetzt jede Menge Munition verschwendet. Wir wechseln auch jetzt auf den Tri-Beam, damit das nicht die ganze Zeit vorkommt. Bums, ich muss mir das abgewöhnen. Ich hasse diesen Umlaut. Bum, bum, bum. Geh schneller. Mich wundert, dass seine Hose ihm noch passt. Die Stunde des Todes rückt näher. Es ist mir natürlich jetzt schwer zu unterscheiden, ob Fox redet oder einer von den 0815 Supermutanten. Ja, wir kümmern uns mal um ihn, während Fox uns hinten Deckung gibt, obwohl er das nicht so wirklich gut gemacht hat. Wie ihn einfach auf die Fresse knüppelt, ey. So, ich stirb. Hier müsste aber erst noch einer sein. So, das nenne ich wirklich eingekesselt. Ja, wir sind quasi richtige Flankierer. Okay. Schmerz ist gut. Tolles Stichwort, danke für den Tipp. Ich bräuchte nämlich auch mal wieder was gegen Schmerzen. Ja, so ist schon besser. Ach ja, gib mir dein Tri-Beam, gib mir dein Tri-Beam. Mir gefällt die Waffe ganz doll. Bum, bum, bum. Mach schon. Danke. Munition, Stimpack, wunderbar. Hast du, Fox? Ich kann euch nur empfehlen, mal Guy Fox. Das ist eine interessante Person. Ich kann jetzt aber nicht mehr genau sagen, ob er Amerikaner oder... No, das war in England. Ich bin mir ziemlich sicher, das war in England, Guy Fox. Das haben wir damals im Geschichtsunterricht gemacht. Das war eine der wenigen Geschichten, die mich wirklich interessiert hat. Sag nicht, dass ich dich nicht gewarnt hätte. Ach, Fox, du machst das schon. Wie schön das ist, wenn nicht wir die Prügel abkriegen. Habt ihr mal gesehen, wie viele Schüsse er abbekommen hat? Und wie viel Energie er noch hat? Das ist krank. Das ist richtig krank. Okay, weiter drauf knallen. Ach, stirb doch. Ja, deine miese Fresse weggeschossen. Dreistrahliges Gewehr, blum, blum. Wir kriegen jede Menge Mini-Atombomben hier. Was können wir wegwerfen? Hilfe. Ja, Hilfe werfen wir nichts weg. Obwohl, Blutpakete. Ja, reicht schon. Ich fände es nur toll, wenn du rennst, Fox. Ich meine, das kommt viel cooler so rüber, aber... Mir geht's jetzt hier nicht wirklich um die Coolness. Ja, Schritt, 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 Schritt. Was für Riesen... Was für laute Geräusche er beim Gehen macht. Er muss wirklich extrem schwer sein. Obwohl bei so einem Fleischwerk, das kann man ihm nicht verübeln. Spinn, spinn, spinn. Sind das zwei oder einer? Das ist ein Supermutant-Überlord. Kritischer Schleichangriff auf Fox. Sorry, wollte ich nicht. Ich glaube, wir haben ihm seine Waffe zerhämmert. Wie ironisch. Seine Waffe zerhämmert. Ja, kein Kommentar. Och, habe ich dir echt den Superhammer da kaputt gehauen, dein? Ich werde ihn dir reparieren, Fox, aber auch nur, wenn wir offscreen spielen. Weil du wirst nicht mein Begleiter. Lasergewehr. Mitnehmen, mitnehmen, mitnehmen. Ja, ich baue mir hier selbst mein Gewicht voll. Ich will mir reparieren, und zwar damit und damit. So, und wir haben einen vollkommen funktionierenden Tri-Beam. Ach, ja. Ich wollte gerade sagen, wieso haust du einfach ab? Hier haben wir nochmal medizinische Versorgung, drei Stimpacks und machen einen Quicksave. Willst du uns jetzt verprügeln, oder was? Okay, ich gehe allein weiter. Hinter dieser Tür sind die Gänge und Hallen voller Strahlung. Ich hole den Koffer und komme sofort zurück. Aber Achtung! Einige meiner etwas eher unterbelichteten Artgenossen könnten auf uns aufmerksam werden. Kann ich verstehen. Was ist denn das hier? Kammerterminal. Extreme Strahlenbelastung. Strahlenkammer versiegeln. Notfall. Strahlungsreinigung. Ich mach mal Quicksave, nur um zu gucken, was dann passiert. Offline. Na toll. Wie hoch ist denn die? 22 direkt. Tiefer drin. 44. Nee, da gehen wir garantiert nicht rein. Okay, wir werden hier die Stellung halten. Wir können Fox nicht mal hinterher gucken. Wir wissen gar nicht, was er macht. Na toll. Wir müssen uns jetzt echt auf ihn verlassen. Was anderes bleibt uns nicht übrig. Waren hier Fenster? Da ist Fox. Er hat den Koffer geholt.
Wäre schön, wenn du rennst. Ja. Hier ist das GEEK. Unser Tauschgeschäft ist abgeschlossen. Okay, vielen Dank. Hier ist das GEEK, wie versprochen. Ich hoffe, es ist das Ganze wert. Nun, ich fürchte, unsere Wege trennen sich hier. Ich finde hier schon raus. Keine Sorge. Das glaube ich. Vielleicht sehen wir uns wieder. Irgendwo im Ödland. Ich meine, Fox ist ein echtes Monster und ja, er hat eine Ersatzwaffe gefunden. Das freut mich für ihn. Naja, wir wollen hier mal wieder raus. Machen einen Safe, weil wir haben wieder viel in der Story geschafft. Wir könnten eigentlich mal unsere Ausrüstung durchgehen. Was liegt hier? Verstümmelte Beine. Ja, da kann ich nichts mit anfangen. Und ich weiß noch immer nicht, ob man die irgendwo abgeben kann. Weil meine Vermutung wäre halt, dass wir die, wie heißt es, in Underworld beim Ausschlachter, Schlachter... Ich weiß nicht genau, wie er hieß, dass wir sie da abliefern können, aber das ist auch nur eine Vermutung. Bin ich mir nicht sicher. Und hier ist alles grün am Leuchten, überall verstrahlt, die Suppe. Dum-dum-dum-dum-dum, wollen wir wieder raus hier, raus hier, raus hier. Ich gehe in die falsche Richtung, glaube ich. Ab. Ab, ab. Nicht gut. Ziel gesichert, Sir. Gute Arbeit, Soldat. Vergewissern Sie sich, dass das GEEK voll... Ist er auch sicher unverletzt? Sehr gut. Er soll umgehend auf den Transport vorbereitet werden. Da wurde gerade ein kurzer Dialog abgeschnitten, aber da kann ich nichts für, Leute. Sorry. Das ist wieder irgend so ein Drecksback gewesen. Ich schneide ihm die Ladezeit raus. Hier sind wir. So, Sie sind also wach. Ja. Machen Sie es sich und mir doch einfach. Sagen Sie mir den Code für den Aufbereiter. Und zwar sofort. Was zum Teufel geht hier vor? Lassen Sie mich sofort raus hier. Sofort hier raus, ist aber dasselbe. Hier stimmt irgendwas nicht. Sie haben den Falschen erwischt. Ich sage Ihnen, was Sie wissen wollen. Bitte tun Sie mir nicht weh. Okay, das passt gar nicht zu einem Level 29 Monster. Okay, was zum Teufel geht hier vor? Wir sind am längeren Hebel und das soll er auch merken. Ich sage Ihnen, was hier vorgeht. Sie haben verloren. Die Guten haben gewonnen und gehen jetzt zum Endspurt über. Den Aufbereiter haben wir, aber wir brauchen noch den Code, um ihn zu aktivieren. Sie werden mir den Code jetzt geben und uns allen jede Menge Ärger ersparen. Vielleicht lasse ich Sie sogar laufen. Einverstanden? Okay, ich muss gerade ein bisschen zwangsdeutig denken, als er so explizit nach dem Code gefragt hat. Ich sage jetzt gar nichts mehr dazu. Verpissen Sie sich, ich werde Ihnen nichts sagen. Okay, okay, tun Sie mir nicht weh. Warum wollen Sie so unbedingt den Code haben? Ja, verpiss dich. Ich will ehrlich mit Ihnen sein. Meine Geduld ist so gut wie am Ende. Auch habe ich keinerlei Interesse an irgendwelchen Spielchen hier. Sie sagen mir jetzt den Code oder müssen die unangenehmen Konsequenzen tragen. Nein, im Ernst, lecken Sie mich am Arsch. Okay, okay, tun Sie mir nicht weh, bitte. Ich kenne den Code nicht. Ja, leck mich am Arsch, alter Sack. Wieso bestehen Sie darauf, mich zu provozieren? Sagen Sie mir den Code. Und zwar sofort! Colonel, ich brauche Sie. Mr. President, ich habe keine Zeit für andere Angelegenheiten. Ich bin in Kürze bei Ihnen. Nun, Colonel. Ja, Sir. Ah, endlich allein. Ich entschuldige mich für Colonel Ortons Verhalten. Er steht in letzter Zeit ziemlich unter Druck. Ich habe keine Zweifel, dass Sie wissen, wer ich bin. Ich bin mir sicher, dass Sie meine Radioübertragungen gehört haben. Präsident Eden. Ich würde gern mal mit Ihnen reden, unter vier Augen. Ich denke, es gibt da so einiges, das wir beide besprechen sollen. Sie finden Ihre Habseligkeiten im Spind neben der Tür. Ich werde den Weg für Sie freimachen. Und ich werde auch Ihre Fesseln lösen. Ich warte in meinem Büro auf Sie. Sputen Sie sich. Wir sind frei.
Was ist denn das? Egal, was ist das? Erfordert Schlüssel. Suche nach Garden Eden freigeschaltet. Interessiert mich nicht, scheiß Teil da oben. Nervt nur. Okay, wir rüsten uns erstmal wieder aus. Wir haben nichts mehr an. Wir sind quasi...